Also wenn man nur das Getränk an sich betrachtet, dann ist eine Cola natürlich erstmal gar nicht nachhaltig. Niemand braucht eine Cola, das ist kein gesundes Produkt. Da muss man ehrlich sein und sagen, dass das für sich betrachtet kein nachhaltiges Produkt ist. Wir versuchen aber ausgerechnet bei einer Cola, also beim Kapitalismusprodukt Nummer 1, vorzumachen, dass es da eben doch anders geht, also ohne Gewinne beispielsweise, mit einem begrenzten Wachstum, mit einem begrenzten Liefergebiet und mit möglichst optimal gestalteten Zutaten und Lieferwegen. Wir haben uns zu dem Zweck unter anderem mal eine komplette Ökobilanz zugemutet. Das war durchaus viel Arbeit für ein halbes Jahr und haben unter anderem herausgefunden, dass wir eine sehr saubere Logistikstruktur haben, dass wir ein maximales Verbreitungsgebiet haben sollten und dass wir eben manche Faktoren, die woanders als normal gelten, also beispielsweise Mengenrabatte und dadurch ganz verrückte Lieferwege, dass wir das leicht aushebeln können. Das heißt, unser Anspruch ist sozusagen, mit einem Produkt, was für sich betrachtet noch nicht nachhaltig ist, trotzdem ausgerechnet da vorzumachen, dass man auch das sehr weitreichend dahin verbiegen kann. Der Begriff Nachhaltigkeit an sich ist quasi die Synthese aus drei Hauptbereichen. Der erste Bereich ist die Ökologie, also man sollte sich so verhalten, dass am Beispiel eines Waldes, dass der eben über die Jahre bestehen kann, dass man nicht zu viel Holz rausnimmt und nicht zu wenig rausnimmt, dass man den also pflegt. Der zweite Bereich, der damit zu tun hat, ist die Ökonomie. Man muss also so wirtschaften mit diesem Holz und mit seinen Lieferanten, dass man dauerhaft tragfähig und überlebensfähig ist, eben auch wieder nicht zu viel, nicht zu wenig, das richtige Maß finden. Und der dritte Bereich ist das Soziale. Da muss man eben darauf achten, dass man sich selbst, aber auch seine Lieferanten, seine Mitmenschen, alle Stakeholder idealerweise so behandelt, dass sie alle dauerhaft leben können. Und die Synthese aus diesen drei Bereichen, das wäre dann der vielgerühmte Begriff Nachhaltigkeit. Ich glaube allerdings, dass der nicht reicht, weil wir eben uns reduzieren müssen auf diesem Planeten, der ja nicht wächst und da immer mehr Menschen ihn bevölkern. Mit immer mehr westlichen Lebensstandard dahinter müssen wir uns reduzieren und eben mehr machen als Nachhaltigkeit. Ich persönlich würde behaupten, dass die Gewinnmaximierung ein Grundübel ist in der normalen Wirtschaftswelt, das zu sehr vielen negativen Folgen führt, wenn Einzelne die Möglichkeit haben, sich auf Kosten anderer und auf Kosten der Umwelt da zu bereichern. Auch deswegen haben wir Gewinne bei uns ausgeschlossen. Es gibt also keinen, der die Möglichkeit hat, durch einen variablen Anteil mehr zu verdienen als die anderen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel sozusagen dahin. Und das führt eben dazu, dass unser Hauptinteresse nicht ist, jetzt mehr Cola zu verkaufen oder mehr Wachstum zu erzielen, sondern es geht eher darum, die vorhandenen Partner so zu behandeln, dass sie freiwillig bleiben. Das so gut zu machen, dass darüber gesprochen wird und darüber nach und nach mehr Partner zu überzeugen, in so einem System mitzumachen. Beteiligte sind für uns alle, die in irgendeiner Weise von den Entscheidungen, die wir treffen, betroffen sind. Und das wären die Stakeholder, Neudenglisch. Das sind also die Händler, die Lieferanten, die Partner, die Mitbewerber, die Endkunden, die Gastronomen und so weiter und so weiter. Also alle, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt betroffen sind, die können bei uns mitreden und mitentscheiden. Wir versuchen, alle Entscheidungen in Konsensdemokratie zu treffen. Das heißt, wir laden alle beteiligten Stakeholder ein, da mitzuwirken und quasi so lange zu reden, bis alle wirklich einverstanden sind. Das klappt auch in der Regel. Also wir haben ganz selten mal das Problem, dass wir uns nicht einig werden, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und die Lösungen, die man so findet, sind aus meiner Sicht eben sozialer, besser, fairer, nachhaltiger, zukunftsfähiger, als man sie alleine treffen könnte. Ich gehe da mit so einer Grundhaltung ran, dass ich eigentlich mir eine grundsätzliche Gleichwertigkeit von Menschen wünsche. Egal ob Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Geschlecht sowieso, aber eben auch egal, ob das jetzt ein interner oder externer Mensch ist oder ein Geschäftsführer oder ein Lkw-Fahrer, die sollten eigentlich eine grundsätzliche Gleichwertigkeit haben. Und daraus ergibt sich, dass sie auch eine Gleichberechtigung haben sollten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die sie betreffen, aber auch andere oder eben die Umwelt. Und das versuche ich mit meinem kleinen Unternehmen da vorzumachen. Wir haben eine aufdringliche Optik weggelassen, das ist also sehr optisch reduziert. Wir nutzen nur Glas-Mehrwegflaschen, weil einfach Plastik fürs Produkt schädlich wäre und Glas-Mehrweg da die gerade Variante ist. Wir nutzen schwarze, neutrale Mehrwegkisten, wo man den größten Recyclinganteil an Kunststoff benutzen kann. Die sind bewusst nicht gebrandet, damit wir sie mit anderen Herstellern teilen können. Da gibt es ganz viele kleine Schritte sozusagen, die wir über die Jahre gemacht haben. Wir haben das Koffein mal ausgetauscht, vom chemischen durch ein natürliches ersetzt. Ganz viele solche kleinen Schritte, die in der Summe sozusagen hoffentlich was Besseres machen, als normale Wirtschaft es eben tun würde.
Unser Konzept soll nachgemacht werden. Das ist deswegen extra als Open Source angelegt, also auf der Homepage kostenlos mit einer CC-Lizenz verfügbar. Kann man sich da ganz oder modulweise runterkopieren und für sich anwenden. Das haben auch bisher schon 18 andere Unternehmen getan. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine Blaupause darstellt für die gesamte restliche Wirtschaft, aber offensichtlich ist das mit Getränken ganz gut machbar. Also zum Ersten haben wir für uns entschieden, dass wir keine Pressemeldungen schreiben, also aus Sicht des Mediums Dinge vorformulieren. Das wird zwar ab und zu verlangt, aber ich bin der Meinung, wir dürfen da keinen Einfluss auf die Inhalte nehmen als Unternehmer. Zum Zweiten haben wir für uns definiert, dass wir keine Werbung machen wollen, in dem Sinne, dass wir jetzt nicht mehr Geld vom Kunden nehmen als nötig, um damit Anzeigen, Fernsehspots, belästigende Werbung zu schalten. Das gehört irgendwie nicht dazu. Und damit fallen auch Dinge weg, wie redaktionell was machen gegen Anzeigenschaltung, was leider immer noch auch gefragt wird. Und als letzten Punkt haben wir uns einen anderen Umgang mit Medien auf die Fahnen geschrieben. Das heißt, wenn eine Redakteurin, ein Redakteur anfragt, dann bekommt die Person wirklich alle Zugänge zu Buchhaltung, Bankkonto, allen Lieferanten und so weiter, um selbst möglichst tief recherchieren zu können und möglichst neutral sich da eine Meinung bilden zu können und daraus dann einen hoffentlich realistischen Bericht zu machen. Der kann natürlich auch negativ ausfallen, wir sind ja auch nicht perfekt. Aber für mich ist da, sage ich mal, die Grenze überschritten, wo Unternehmen sich wirklich sehr stark maskieren und schön färben, um eben gute Berichte zu erzielen. Das sollte nicht so sein, das untergräbt auch die gesellschaftliche Rolle der Medien. Und da bin ich der Meinung, da muss man eben geradeaus sein und sich erstmal ordentlich benehmen, dass man sich das leisten kann und dann eben 1:1 transparent auch den Medien gegenüber sein. Ich hoffe, dass das Premium-Projekt in 10 oder 20 Jahren nicht mehr nur aus Cola, Bier und Kaffee besteht, sondern auch aus ein bisschen Holunder, bisschen Mate und vielleicht so 20, 30, 50 anderen Open-Franchise-Projekten, die nach dem gleichen Prinzip arbeiten, aber nicht notwendigerweise uns formal gehören müssen. Mein Hauptziel mit dem Projekt ist zu beweisen, dass es möglich ist, Wirtschaft und Moral unter einen Hut zu bekommen. Das dürfte nach mittlerweile über 12 Jahren Projekt einigermaßen bewiesen sein, dass das geht, dass man also so arbeiten kann. Und dass man eben nicht das vorhandene System so hinnehmen muss, wie es jetzt existiert, sondern dass man das zu großen Teilen verbiegen kann. Und damit ist natürlich noch nicht der ganze Planet gerettet, das sind wir wahrscheinlich zu klein dafür. Aber ich hoffe, dass wir einen Baustein bilden können, gemeinsam mit anderen, um den Wandel insgesamt voranzubringen.